just another sunny day begins. Sun climbs up the sky, inch by inch. Lonely boats touch by the morning sun. See people rowing and having fun. The bridge separates city and everybody's life. Our hideaway on third floor, that's our place. Even if I don't believe it's true, no, I will set my heart on you. Even if I don't believe it's true, no, I will set my heart on you. Moin ihr zwei. Was ist hier los? Klar Schiff machen, Keller entrümpeln. Solltest du auch tun. Entrümpeln? Wieso das denn? Die Rechtsverdreher von der Stadt uns nichts anhängen. Die versuchen nur mit allen Schikanen was zu finden, um uns hier rauszukriegen. Boah, Herr Mertens, ich hab schon gedacht, Sie wollen aufgeben. Ich nicht. Ohne mich geht hier gar nichts. Moin, Dennis. Moin, Opa Mertens. Moment, Moment mal. Hi. Moment mal. Das ist ja meine. Das ist, was gehen Sie jetzt sofort her? Das ist ja auch meins. Und das auch. Sie können doch nicht einfach meine Sachen auf den Müll werfen. Sandra, der Krempel steht seit Jahren in meinen Keller. Na, noch gut. Sei doch froh, wenn der olle Kram nicht wegkommt. Euer Keller ist ja auch schon proppenvoll. Wo wollt ihr jetzt hin mit dem Zeug? Aber nicht ins Treppenhaus, das kann da nicht bleiben. Ich kümmere mich drum, Herr Mertens, versprochen. Auf keinen Fall die Sachen im Hausflur mitnehmen. Und los geht's. Wenn sie treffen will, muss man erst 15 Minuten zu spät kommen. Ist ja wirklich verrückt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, uns mal in Ruhe auf einen Kaffee zu treffen. Ja, ist echt total verrückt. Aber die Arbeit, die Dings, die Doppel, da bleibt ja kaum Zeit. Wem sagen Sie das? Wenn es mal wirklich mit den beiden Jungs klappen könnte. Mit den Jungs? Naja, die wollen doch die ganze Zeit schon mal zusammen übernachten. Ah ja, stimmt, ja. Wir sollten gleich mal was ausmachen. Ja, oh cool. Mhm. Sollten wir. So. Bis später, mein Schatz. Heute? Heute wäre optimal. Oh ja! Nein. Ich meine, nicht heute. Das passt gerade ganz schlecht, leider. Ist ja bitte. Schade. Mama muss wirklich weg. Aber bitte. Zur Versammlung, weißt du doch, hm? Eskimo-Kuss? Tschüss. Sechs. Bitte? Sechs Hemden. Ah ja. Bei Ihnen würde ich auch mal gern Hemd sein. Da werden Sie ganz schön geplättet. Oh. Wann haben Sie Feierabend? Zwecklos. Eine unserer Geschäftsbedingungen lautet, keine Verabredung mit Kunden. Ach, so ein Pech. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ich hatte ja noch gar nicht die neue Geschäftsbedingung. Es geht mich ja nichts an, aber hast du vielleicht grundsätzlich irgendwas gegen Dates, Sandra? Schaffst du das, Dennis? Ja, klar. Die Tür aufmachen. Ja.
Also das ist jetzt nicht wie Sie vielleicht. Wir haben hier nur unsere... Nein, nein, keine Aufregung. Ich war nur neugierig, was Sie mit dem Gerümpel davor haben. Gerümpel? Ich meine die Sachen. Ja, klar. Es lässt sich hier jahrelang keiner blicken und dann auf einmal... Moment, Moment. Sie glauben... Hören Sie, ich räume das einfach alles weg, ja? Wenn Sie den Bootsschuppen jetzt wieder nutzen, okay? Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Ich meine, das ist ein Missverständnis, dass Sie jetzt gleich mit Ihren Sachen hier raus müssen. Nein, halt nicht. Nein, das geht schon. Warten Sie, ich helfe Ihnen, okay? Lassen Sie es, bitte lassen Sie es. Ja? Oh. Oh nein. Das wollte ich nicht. Ja. Altweiß. Denken Sie, das steht mir? Ausziehen. Sollten wir uns vielleicht nicht doch ein bisschen besser kennenlernen? Stellen Sie sich vor, Ihr Mann kommt hier plötzlich raus. Ich hab... Ja? Ich hab eine Reinigung. Hören Sie, ich krieg das wieder hin, ja? Und um die Sachen kümmere ich mich später. Okay. Dennis, komm. Ist das dein Schiff? Schiff? Ja. Toll, willst du es wieder heile machen? Heile machen? Klar, hier, ein neuer Schliff, frischer Anstrich und hier die Dings, die Pinne justieren. Vielleicht willst du mir ja helfen. Ich könnte einen Bootsjungen gebrauchen. Ich bin Siegfried. Und ich bin Dennis. Na dann. Toll, Mama, ich darf mithelfen. Ich weiß nicht. Also, heute auf keinen Fall mehr. Es ist schon spät und ich muss noch zu einer Versammlung. Versammlung? Wow, das klingt gefährlich, ja? Dennis, komm. Ja, das war mir ein Vergnügen. Ein kurzes, aber ein farbiges Vergnügen. Sind Sie immer so wahnsinnig witzig? Nur wenn ich unbedingt wissen möchte, wie jemand aussieht, wenn er lächelt. Also gut, wenn das hier Ihr Bootsschuppen ist, dann... Dann dürfte Sie das genauso viel angehen wie uns als Wohnungsmieter. Und wenn Sie nicht wollen, dass man auch Sie enteignet, dann sparen Sie sich Ihre geistreichen Sprüche hier und machen doch lieber dort den Mund auf. Dann werden Sie endlich begreifen, dass Sie mit Geld nicht alles machen können. Und schon gar nicht das Recht aushebeln. Wir haben ein Recht darauf, unsere Wohnung zu behalten und wir werden sie auch behalten. Recht hat sie. Wann werden Sie endlich begreifen, dass Sie sich und Ihren Mitstreitern keinen Gefallen tun mit Ihrer Halsstarrigkeit, Frau Lind? Ist das mal wieder eine Ihrer versteckten Drohungen? Bitte, niemand droht hier irgendjemand. Aber wir können uns doch nicht ständig im Kreis drehen. Herr Dr. Reumann, wenn wir uns hier im Kreis drehen, dann doch nur deshalb, dann weil Sie... Dann liegt das daran, weil Sie seit 2 Jahren kompromisslos mauern. Egal, wie viel Entgegenkommen Ihnen die Stadt zeigt. Entgegenkommen? Das sind alles faule Tricks. Ja, genau. Die Stadt und Ihre Anwälte, die wollen das doch nur verunsichern. Erst waren es die Arbeitsplätze, die wir angeblich... angeblich verhindern, wenn wir Widerstand leisten gegen die Herzerweiterung. Gegen die, Dings, die, gegen die, Werkserweiterung und jetzt auf einmal sind's diese Abfindung, mit dem man uns ködern will, ja? Aber wenn wir auf unsere alten Hamburger Mietverträge pochen, dann, ja? Entschuldigung. Wie hoch sind denn diese Abfindungen? Aber das tut doch hier überhaupt nichts zur Sache. Uns haben Sie 30.000 angeboten. 30.000? Da ist doch bestimmt noch mehr drin. Naja, aber das ist doch schon mal eine Menge, oder? Ich mache... Können wir endlich mal die Klappe halten? Wie viele wohnen noch bei euch im Haus? Sind wir noch... Hier. Du, der Junge, Frau Sarah und ich. Bei uns sind es nur noch wir beide. In einem 4-Parteien-Haus, drumherum schon alles Leerstand. Ihr wollt doch jetzt nicht auch noch klein beigehen. Sandra, das hat alles keinen Sinn mehr. Hi. Was war das denn? Ich verstehe nicht ganz, habe ich irgendwas getan? Soll das ein Witz sein? Sind die Leute total verunsichert? Was? Aber... Warum haben Sie nicht einfach den Mund gehalten?
Sie haben doch gesagt, ich soll kommen und den Mund aufmachen. Nacht, Herr Merten. Schlaf schon. Grüß den Kleinen. Ja, mach ich. Mama! Oh, ach, Frau Sage. Tante Doris und ich haben Karten gespielt und ich habe gewonnen. Echt? Boah, toll. Danke, Frau Sage. Und? Naja, hätte besser laufen können. Na, haben wir da ein ganz kleines, müdes Alien? Das Alien muss getragen werden. Oh je, yeah. Na komm, hopp. Und das. Oh Gott, oh Gott. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Tante Doris. Nacht. Gute Nacht. Oh, Vorsicht. Das kleine Alien ist viel zu müde, um Zähne zu putzen. Nix da. Kleine Aliens würden niemals ohne Zähne zu putzen ins Bett gehen. Also einmal Raumfahrer Zähne putzen und ab in die Falle. So am Afterwork-Club. Die Arbeit geht weiter. Wie sieht's aus? Hab alles erledigt. Das Bootshaus ist nun befristet auf deinen Namen eingetragen. Du bist ein Schatz. No, 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 no. That wouldn't affect us at all. Yes, see you tomorrow then. Bye. Gut gemacht. Die Welt will betrogen sein, drum sei sie betrogen. Machiavelli? Nein, Martin Luther. Aber was? Ja. Wie auch immer, clevere Idee, das mit dem Schuppen als Tarnung. So kommst du an die Kleine heran, du Halunke. Die Sache ist doch ganz einfach. Wir müssen die Lind als Wortführerin zu Fall bringen, dann knicken die anderen auch sofort ein. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird, Gerd. Die Frau ist irgendwie merkwürdig. Sie ist die Kretze. Aber du wirst sie schon knacken. Mhm. Was willst du trinken? Nichts. Ich muss noch was tun. Gut, lass dich nicht aufhalten. Meine Devise, der Anwaltstag hat 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann muss eben die Nacht herhalten. Irgendwo erkenne ich das. Guten Abend. Guten Abend. Ich beschütze auch die Indianer, die kleinen Hunde und Seelöwen, meine Mama. Und meinen kleinen lieben Dennis. Und lieber Gott, vergiss nicht meinen Papa vom anderen Stern. Ob er wohl mit seinem Raumschiff zu meinem Geburtstag kommt, das wäre toll. Ja, das wäre toll. Aber rechne mal lieber nicht zu fest damit. Der Weltraum ist nämlich riesig. Darf ich dann andere Kinder einladen? Dennis, es geht nicht. Aber wir schauen mal, wir werden uns was ganz Schönes für deinen Geburtstag einfallen lassen, ja? Gute Nacht. Mama? Hm? Warum kannst du nie was aufräumen? Ich kann es doch auch in meinem Zimmer. Und warum darf uns nie jemand besuchen? Schnuppi, das hier, das ist doch unsere Villa Kunterbunt. Ist doch unser Geheimnis, weißt du doch. Gute Nacht, mein Engel.
Guten Morgen. Herr Hubner, geht mich nicht an, bin ich nur Putzfrau. Aber frage ich mich, was immer finden an diese Flitzchen? Frau Wernikova, dieses Flittchen hat einen Bachelor in Jura, einen Master. Jetzt will ich nicht wissen, wo diese jungen Dinger haben überall ihre schrecklichen Piercing und Tattoos. Alte russische Sprichwort sagt, kommst du in Alter, besser verlierst du Herz als Verstand. Frau Wernikova, Sie wissen ganz genau, dass mein Herz nur für Sie schlägt. Ach ja, hab ich was für Abwasch. Was willst du frühstücken? Müsli! Moin, Herr Sörensen. Herr Hübner, ich dachte, Sie wären heute außer Haus. Bin ich auch. Ich bin nur kurz hier, um Sie was zu fragen. Mich? Ja. Sie kennen sich doch aus mit Booten. 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 Moin. Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir auf die Sprünge helfen. Wie kommen Sie zu dem Schuppen hier? Den habe ich geerbt. Guck mal an. Von wem denn? Von meinem Großvater. Sie müssen Herr Mertens sein. Woher wissen Sie meinen Namen? Man sagte mir, Sie wären hier so eine Art Hausmeister. Jo, früher habe ich hier mal nach den Rechten geschaut, ne? Hübner. Angenehm. Hübner hieß der, aber nicht der alte Jessen. Wer? Der letzte Schuppenbesitzer, Ihr Großvater. Nein, das ist Familie mütterlicherseits. Verstehen Sie? Sie sehen ihn noch gar nicht ähnlich. Wie passt dein Antlitz schön und blühend zu meinem traurigen Gesicht? Machen Sie mal nicht lustig auf einen alten Mann. Nein, das sollte... Wo liegt er denn? Wer? Ach so. Ich nehme mal an, in der Sonne und lässt sich von der blutjungen Stiftsschwester das Handelsblatt vorlesen. Ich meine, auf welchem Friedhof liegt er, wie Sie das hier alles geerbt haben? Ja, richtig. Aber der alte Gauner hat sein Erbe schon zu Lebzeiten verteilt. Ich sag nur ein Wort. Die Steuer. Was wollen Sie jetzt mit all dem alten Kram hier? Ein bisschen aufmotzen den alten Kahn und mal schauen, wie seetauglich der noch ist. Hier, na denn. Aufmotzen, ne? Du blockierst jetzt schon seit 4 Waschgängen die Spezialreinigungstrommel mit diesem Fetzen. Nicole, dieser Fetzen ist aus italienischem Kaschmir und hat wahrscheinlich mehr als unser Monatsumsatz gekostet. Warum ruinierst du ihn dann? Ja, ich muss die Farbe rauskriegen. Es wird dir auch gelingen, wenn du so weitermachst. Ich weiß. Mama! Ja, hallo. Danke für die Einladung, wir kommen gerne. Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich glaub's einfach nicht.
Wir sind doch ganz brav. Dennis, zum letzten Mal. Du kannst nicht einfach alle Kinder zu deinem Geburtstag einladen. Es sind aber auch nicht alle. Es sind nur Moritz und Justin und Murat und Kiki und Isabella und die Zwillinge und... Gott, Dennis. Wir hatten eine Abmachung. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab gedacht, wir könnten in meinem Zimmer feiern. Das ist doch aufgeräumt. Komm mal her. Es geht nicht in unserer Wohnung, Schnuppi, das weißt du doch. Hm? Ich werde mir was überlegen, ich verspreche es dir, ja? Das sagst du immer. Hallo! Hey, Matrose, da bist du ja. Warum hast du nicht auf mich gewartet? Na, hör mal. Ich hab doch nur für dich vorgearbeitet, damit du gleich mit dem Feinschliff weitermachen kannst. Ehrlich? Ja, was denkst du denn? Guck mal hier. Für den kleinen Profi-Handwerker. Hi. Hi. Schönen Tag gehabt? Ich? Nee. Ja. Also, ich... Pass mal auf. Hier. Mit diesem kleinen Klotz, ja? Da ist Schmirgelpapier drauf. Musst du hier über den Schwertkasten reiben und dieses ganze... Dieses Helle, das musst du runternehmen, damit wir das neu lackieren können. Alles klar? Darf ich das auch? Du darfst alles, was ich dir nicht verbiete. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich hab Ihnen Ihr... das ist ein bisschen... wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen... Mhm. Entschuldigung. Wie bitte? Hat die Mami gerade Entschuldigung gesagt? Es ist mir wirklich sehr unangenehm. Nein, wieso denn? Ich meine, das Altweiß ist komplett raus. Okay, gut, das Anthrazit ist auch raus, aber dafür haben wir jetzt dieses interessante, wie würden Sie es nennen? Mof, Muschel oder mehr Maus? Oh, schon wieder zugelegt. Was? Ein Lächeln. Hören Sie, ich werde Ihnen das natürlich ersetzen. Nein. Ja, natürlich werde ich dafür aufkommen. Doch, Unsinn. Meine Versicherung kann das doch einfach... Vergessen Sie es. Aber Sie sind mir gefallen, schuldig. Ja. Mit mir essen gehen. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich möchte Sie einladen. Nein, ich verstehe Sie sehr richtig und die Antwort ist nein. Dennis, komm. Ich möchte aber noch hier bleiben. Okay, gut, noch eine halbe Stunde, aber um 6:30 bist du dann oben, ja? Ja! Ja! Dennis, du hast doch deine Schlüssel. Siegfried hat mich aber hochgebracht. Nano, Nano! Zurück! 3 Schritte. Wie bitte? Treten Sie zurück! 3 Schritte zurück! Okay. Soll ich meine Waffen auch ablegen? Sind Sie gerade nackt oder was war das? Was? Ja. Ich meine, nein, also, nein, nicht direkt. Ich renoviere gerade, verstehen Sie? Verstehe, das ist... Viel zu gefährlich für Jackettträger, oder? Hände waschen. Hallo? Das war ein Scherz. Warum scherzen Sie nicht zu Hause weiter? Sind Sie immer so? Wieso? So... Verschlossen. Das war jetzt nicht so gemeint. Okay. Schönen Abend noch. Hallo, pünktlich wie immer. So, Jungs. Ab ins Warme. Oh.
Jetzt? Ja, ja. Darf ich? Bitte. Selbst gefangen? Was glauben Sie denn? Ja, besten Dank. Oh. Haben Sie es eilig heute? Ja, ich muss noch mal in die Stadt. Sie haben da was? Oh, das ist die Reinigungsmarke. Sandra nimmt meine Hemden immer mit in ihren Laden. Nette Dirn. Ja. Auch bestimmt nicht so einfach für Sie, oder? Wieso? Na, ich meine, die Reinigung wirft bestimmt nicht so viel ab, denke ich mal. Sie sind aber ganz schön neugierig. Wollen Sie was von dem Mädel? Was? Nee. Ich frag nur so. Das ist ein hübsches Ding. Hat ihren kleinen Hauen, ne, mit ihrer Wohnung und ihren Sachen. Aber ich verstehe das. Ich will ja da auch nicht raus. Und Frau Sager? Ich weiß nicht, ob Ihre Kunden mitgehen würden, wenn sie da weg müsste. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Seit Neuestem macht sie das ja auch telefonisch. Oh, tut mir leid. Irgendwie müssen wir ein andermal machen. Ja, ich stell's kalt, ne? Tschö. Tschüss. Dennis, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Das versteh doch mal. Was man verspricht, muss man auch halten. Ich habe meinen Freunden versprochen, dass sie zu meinem Geburtstag kommen dürfen. Ja, natürlich. Jetzt komm. Ich verspreche dir, ich werde mir was einfallen lassen, gut? Du bist eine Lügnerin. Du lässt dir gar nichts einfallen. Jetzt ist aber auch mal gut, ja? Hör mal, du, wenn du so weitermachst, dann lade ich alle Kinder wieder aus. Am Vormittag müssen Sie bei vermeintlich wichtigen Vorhaben mit Verzögerungen oder sogar Blockaden rechnen. Aber lassen Sie sich durch Ihre momentanen Gefühle nicht verwirren. Vertrauen Sie Ihrer Urteilskraft und versuchen Sie, Unterbrechungen zu akzeptieren. Ein Waldspaziergang kann Sie auf andere Gedanken bringen. Also, Gisbert, entschuldigen Sie, könnten wir unsere Sitzung kurz unterbrechen? Tante Doris, kann ich meinen Geburtstag bei dir feiern? Bei mir? Aber warum denn, Schatz? Mama will alle wieder ausladen. Dennis! Weißt du was? Geh doch mal schnell runter in den Garten zu Opa Mertens und guck mal, was seine Räucherfische machen. Ich unterhalte mich mal mit Mama, okay? Ja. Sandra, Dennis möchte seinen Geburtstag bei mir feiern. Ach Gott, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Wir hatten gerade eben einen Streit und jetzt ist er bockig. Sandra, jetzt hören Sie doch auf, mir was vorzumachen. Also, was jetzt vormachen? Sandra, Sie wohnen seit 6 Jahren hier, direkt über mir. Ich passe regelmäßig auf Dennis auf. Ich sehe ihn größer werden. Ich nehme Anteil an seinem Leben und an Ihrem. Glauben Sie wirklich, es gibt mir nicht zu denken, dass Sie weder mich noch sonst irgendwen jemals zu sich reinbitten? Aber das, also, ich meine, das ist ja nur, weil ich gerne, also, weil wir gerne alleine sind unter uns. Ich meine, ich muss mich ja jetzt nicht... Mein Gott, Sandra, ich bin doch nicht blind! Ich sehe doch Ihren Keller und Ihre ganzen Sachen im Bootsschuppen und... Ich meine, ich weiß doch, was das Messi-Syndrom ist. Was soll ich denn machen? Ich bin kein Experte. Und ich will mich auch nicht besserwisserisch in Ihr Leben einmischen. Das Gefühl, Sie brauchen professionelle Hilfe.
Er wird größer, Sandra. Kritischer. Wie lange soll das noch gut gehen? Ich glaube, ich weiß was. Also, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ich... Sie haben doch bestimmt noch diesen Grill, oder? Dieses schicke Barbecue-Teil da. Ja. Na, wieso? Ist doch die Lösung. Aufgepasst, ihr Füchse, heiß und fettig. Auf zum Planeten Oxmox! Moin! Moin! Hi! Bitteschön. Danke, das ist aber. Ah, Sie müssen Dennis' Vater sein. Der Mann mit dem Raumschiff. Bedauere, ich bin leider nur der Mann mit dem Segelschiff. Hi, ja. Mama, von Siegfried. Das wäre aber wirklich nicht. Komm, Siegfried, du musst dir meine Geschenke angucken. Das mache ich. Die nehme ich mal mit, ja? Tschüss. Wenn Sie ihn nicht wollen, ich nehme ihn sofort. Ja, bitte? Habt ihr nun alles? Wollt ihr noch was trinken? Ja. Okay. Bitte schön. Der Thüringer. Danke. Sandra? Sandra, wir brauchen noch Gläser. Ja, ich kann mit hoch tragen helfen. Nein, danke, das geht schon. Nein, ist mal wirklich gar? Nein, wirklich, geht schon. Ja! Machen sich nichts draus. Sie ist manchmal ein bisschen eigenwillig. Ja, wem sagen Sie das? Oha. Macht schnell! So ein Cheat. Da gibt's nur eins. Alle Mann rauf zu Sandra. Wo sind die Kinder? Im Schuppen. Mir nach. Na kommt schon. Kommt in den Schuppen. Sie haben da nichts dagegen, oder? Nein, nein, machen Sie nur. Doch auch viel gemütlicher da drin. Und außerdem hört es wahrscheinlich sowieso gleich auf zu regnen. Natürlich. Wahrscheinlich haben Sie recht. Machen Sie sich lustig über mich? Wie kommen Sie darauf? Ich weiß bei Ihnen nie, woran ich bin. Ach, wirklich? Schon wieder eine Gemeinsamkeit. Wie, was soll denn das jetzt heißen? Kommt ihr rein oder wollt ihr euch noch ein bisschen abkühlen? Du bist dran mit Blinde-Kuh-Spielen, Siegfried. Das habe ich befürchtet. Dankeschön. Ihr wisst, dass ich in meiner Jugend ein ganz gefürchteter Blinde-Kuh-Spieler war, ja? Also, wer dreht mich? Die Augen zugebunden, hast du mich schnell gefunden, doch... Warum fingst du eben... mich? Sandra. Oh, machen Sie ruhig weiter, junger Mann. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin so überfallen habe im Regen. Nein, ich muss mich entschuldigen, dass ich Ihnen nicht sofort den Schuppen angeboten habe. Ich weiß doch, wie das ist, wenn eine Horde Gäste bei einem einfällt. Kann man das Parkett gleich wegschmeißen, oder? Was haben Sie da eigentlich vorhin gesagt? Das mit den zugebundenen Augen? Das ist mir eingefallen. Mein
Großvater rezitierte ständig irgendwelche Gedichtzeilen und ich habe sie nachgeplappert. Das war so eine Art Spiel. Der Großvater, dem das Boot gehörte. Welches Boot? Das Boot. Das Boot. Ja. Soll ich noch mit hoch? Tragen helfen. Ach so. Danke, Agnes. Geht schon. Tschüss. Gute Nacht. Mir ist es verdammt schwer gefallen. Vor allem diese... Entschuldigung, ich... Hey, Moment mal. Jetzt hast du die Sitzung unterbrochen, jetzt kannst du auch reinkommen. Ich wollte eigentlich... Setz dich. Wir beißen nicht. Doch. Wir sammeln nur. Pass auf, dass wir dich nicht mitnehmen. Möchtest du dich kurz vorstellen? Wir sagen hier übrigens alle du. Mein Name ist Esther. Mein Name ist Lind. Also ich meine Sandra Lind. Und ich bin eigentlich nur hier, weil eine Freundin von mir, die hat mich gebeten, dass ich mal so vorbeischaue und reinschnupper so zum Thema Wohnung und Aufräumen und so. Deine Freundin ist also Messi, bitte? Nein. Ja, genau, ja. Und warum kommt sie nicht selber? Ich wollte einfach nur mal so gucken hier, so auch rein aus Interesse für sie heute. So ganz unverbindlich einfach so. Na gut, dann guck doch heute einfach mal ganz unverbindlich, Sandra. Dietmar, möchtest du fortfahren? Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber diese Wochenaufgabe, die hat es echt in sich. Stelle dich deinem lästigsten Zeit- und Platzfresser. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte. Bei meiner Kugelschreibersammlung, den Kassenbonalben, den Streichholzschachteln oder der Garage. Ihr wisst, ich habe letztes Jahr mein Auto verkauft, weil ich den Platz für die Kartonverpackung brauchte. Mhm. Ja, und dann ist mir klar geworden, dass es die Tüten sind. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und? Was wirst du deiner Freundin erzählen? Lass mich raten. Dein Vermieter will die Heizung sanieren und du weißt nicht, wie du die Handwerker reinlassen sollst. Ich weiß, was soll denn das? Okay. Die meisten kommen erst, wenn ihre Lage richtig brenzlig ist. Und die Freundinnennummer, die ist fast schon klassisch. Bei mir war es damals meine Schwester. Wenn du wiederkommst, sei bitte pünktlich. Unpünktlichkeit ist zwar ein typisches Messi-Problem, aber wir sind da ganz besonders streng mit uns selbst. Und vor allem, sei bitte ehrlich. Überhaupt nicht mehr wieder.
Ja? Hi. Nette Begrüßung. Was gibt's denn? Es gibt Bach, Schubert und einen Namen, den ich nicht so ganz aussprechen kann. Mama, wer ist denn da? Niemand. Schön in der Wanne bleiben, ich komme gleich. Ich wäre jetzt bereit für ein bisschen Begeisterung. Wieso sollte ich denn mit Ihnen ins Konzert gehen? Ich sag nur ein Wort. Altweiß? Ich bin heute überhaupt nicht in Stimmung. Das macht nichts. Das bringt Sie auf andere Gedanken. Hören Sie, es geht nicht. Selbst wenn ich wollte, ich kann doch den Kleinen nicht alleine lassen. Dennis kann zu Frau Saga. Das habe ich schon klar gemacht. Mama, ist das Siegfried? Sieben. Viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Warum denn ausgerechnet mit mir? Sie kennen doch bestimmt viele Frauen. Ja, das stimmt. Aber keine, die beim Kartoffelsalat die Zwiebelwürfelchen rauspult. Geben Sie mir 5 Minuten. Ja. Oh Gott, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Wo ist denn dieses violette Oberteil mit diesen Dingern da? Nee. Oh, guck mal. Dein Seepferdchenausweis. Du wolltest mir doch mal ein Abzeichen annähen. Das finden wir auch noch, Schnuppi. Mama? Ja? Wann fahren wir mal wieder schwimmen? Bald, ganz bald. Du bist aber auch keine Hilfe. Lass das doch einfach an. Worauf warten Sie denn? Kein Hunger? Es kommt noch. Also, um das gleich mal klarzustellen, ja, nach dem Konzert, da steige ich in die S-Bahn und fahre sofort nach Hause. Mhm. Wie sind Sie überhaupt an die Karten rangekommen? In Grandel spielt es doch immer Monate vorher schon alles ausverkauft. Also, jedenfalls war das früher so. Das ist ein Geheimnis. Mag keine Geheimnisse. Echt? Halt! Halt! Anhalten! Nein! Doch! Anhalten! Das geht nicht, wir sind mitten auf den... Sie müssen jetzt anhalten! Wir sind mitten auf den Elbbrücken! Was hätten Sie gemacht, wenn ich ins Wasser gestürzt wäre? Ich hätte mir mein Tuch selber geholt. Freut mich, dass Sie Ruhe haben. Dankeschön. Haben Sie Karten? Ja, irgendwo. Ich hab sie. Ja. Ha! Ich hab sie. Hallo! Ja, ich hab. Wir sind noch. Zu spät. Gerade mal 13 Minuten. Hallo! Dankeschön. Auf Wiedersehen. Nein. Wiedersehen. Was glaubt ihr eigentlich, wer der ist? Soll ich zurückgehen und bestellen? Sind leise, ja? Ich verstehe nicht ganz, was Sie vorhaben. Lassen Sie uns eine CD besorgen und ins Cabrio setzen. Privatkonzert mit Elbblick, wie wär's? Als ich am Konservatorium war, haben wir das immer so gemacht. Thank you.
Nichts für ungut. Aber war echt klasse. Also vor allem der erste Teil, die Arpeggi. Also womit ich nicht sagen will, dass der zweite Teil auch sensationell war. Es war einfach alles sowas von wundervoll. Entschuldigung, wir sind schon weg. Okay, warte mal. Wie war das noch? Feierabend! Skriabin. Skriabin. Das sag ich doch die ganze Zeit. Nein. Doch. Skriabin. Meine Güte, klingt seine Musik so wie sein Name? Ich konnte seine fünfte Sonate mal ganz passabel spielen. Warum hast du aufgehört? Sie fragt falsch. Du fragst zu viel. Erzähl doch mal was von dir. Was machst du denn so, außer alte Segelboote renovieren und Cabrio fahren? Nichts Besonderes. Ein Anwalt. Oh Gott. Sagte ich gerade Anwalt oder Kinderschänder? Es tut mir leid, aber das ist gerade echt ein rotes Tuch für mich. Aha. Die Umsiedlung. Umsiedlung? Ja, allein das Wort schon. Klingt ja wie im Dritten Reich. Na komm, hallo. Ist doch wahr. Bei mir nicht. Okay, okay. Absolut verständlich, dass du dich ärgerst. Mein, wer wird da nicht wütend werden? Das ist logisch. Natürlich, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wäre es andererseits auch eine Riesenchance für dich. Überleg mal, was die vermutlich bereit wären, für eine de facto wertlose Mietwohnung zu zahlen. Was weißt denn du von meiner Wohnung? Nichts. Das geht doch jetzt hier um den Abbruch und der ist doch wohl kaum aufhaltbar. Na klar, natürlich. Okay, ich verstehe, wenn du... Nein, du verstehst gar nichts. Sandra, jetzt bleib doch mal locker. Das war doch... Ich wollte... Okay, gut. Lass uns ganz schnell das Thema wechseln. Hast du schon Weihnachtsbaum? Sandra, was soll ich tun? Sag's mir. Von mir aus kannst du nackt in die Elbe springen, aber ich muss jetzt sowieso nach Hause. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Für dich gehe ich ins Wasser. Das ist gar nicht Wasser. Warte, Mama. Du bist verrückt. Hey, weitermachen! Nur bei dir. Ich kenne den nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun, ja? Ja, klar. Es war ein bizarrer. Exakt, ja. Ein bizarrer. Seltsamer. Eintümlicher. Ein bizarrer, seltsamer, eintümlicher. Wunderschöner. Hallo. Oh, kannst du ihn vielleicht nehmen? Ich habe gar keine Freundin. Also jedenfalls keine, die mich hergeschickt hat.
Für den Anfang schon ganz gut. Abgesehen davon, dass du wieder unpünktlich bist. Was ist? Komm. Verschenken, aha. Ist da was für uns drin? Aufheben, verschenken und... So. Ach, wegwerfen. Genau. Ich nenne sie unsere Trickkisten. Die Mount Vernon-Methode. Ein Aufräumverfahren nach der amerikanischen Messi-Therapie. Der Witz ist, sich Stück für Stück vorzuarbeiten. Mit diesem System kann man schnell und erkennbar helfen, wobei die Betonung auf Helfen, nicht auf Heilen liegt. Deshalb Trickkisten. Sie können einen leicht dazu verführen, sich Illusionen hinzugeben. Was ich damit sagen möchte, es kommt auf eine bewusste mentale Aktivierung an. Und dazu muss man... aufhören, sich selbst zu belügen. Genau. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann nützen die ganzen Kartons nichts. Messitum ist eine Suchtkrankheit. Das muss man sich eingestehen. Alina, das passt jetzt überhaupt nicht. Nein, pass mal auf. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann besorg mir die Wettervorhersage für die nächsten Tage, ja? Was? Nein, Alina, ich komme nicht extra noch mal in die Kanzlei. Das kannst du vergessen. Ja, nein, sag Rollmann, ich bin am Ball. Ja, alles klar, ich mache es. Frau Sager, was passiert? Herr Mertens hat den Herzanfall. Er wollte mir nur beistehen. Wieso denn beistehen? Frau Sager, bitte. Nein, ich denke gar nicht dran. Das ist eine Unverschämtheit. Hey, jetzt reicht's aber. Das ist Rufmord. Ja, jetzt kommen Sie mal zur Ruhe, sonst müssen wir Sie mitnehmen. Okay, jetzt mal ganz langsam, ja? Wer sind Sie denn? Ich bin Anwalt. Und seitens der Dame hier liegt kein Straftatbestand vor, der Exekutivhandeln rechtfertigt, ja? Dankeschön. Was ist hier los? Die haben mir eine Räumungsklage zugestellt. Wegen gewerblicher Nutzung. Prostitution. Muss ich jetzt hier sofort raus? Nein, nein, nein. Die Vollstreckung einer Räumungsklage ist ohne rechtskräftiges Räumungsurteil gar nicht möglich. Soweit ich weiß, ist das hier erst eben. Der Antrag. Würden Sie Ihre Mandantin einfach bitten, den Empfang zu bestätigen? Nein! Hier wird überhaupt nichts bestätigt. Das ist völlig haltlos. Also irgendwas müssen wir da falsch verstanden haben, Siegfried. Nein, Gerd, da haben wir überhaupt nichts falsch verstanden. Von Prostitution hatte ich definitiv nichts gesagt. Was regst du dich auf? War doch nur eine kleine flankierende Maßnahme. Vielleicht nicht richtig abgesprochen, aber doch offensichtlich erfolgreich. Mhm. Na, die Sager haben wir damit doch halb weich gekocht. Und der Alte ist de facto bereits raus aus seinem Loch. Was machst du denn für ein Gesicht? So läuft das nicht. Wieso? Läuft doch alles ganz prächtig. 8 neue Auflösungsvereinbarungen. Allein seit Wochenbeginn. Ja, fehlen nur noch die paar letzten unbelehrbar. Also, was ist los? Ganz einfach. Entweder ich mach's auf meine Art oder ich mach's gar nicht. Hey, ist doch klar. Du hast freie Hand bei der Lind. Und überhaupt, mein Wort drauf. Hab volles Vertrauen zu dir. Weißt du doch. Wieso eigentlich? Wie? Wieso ich Vertrauen zu dir? Ja. Na, weil du so bist wie ich, mein Freund. War Jährchen frischer, aber ganz genauso ausgepufft. Wollen immer die Fäden in der Hand behalten, nicht wahr? Im Vertrauen, Siegfried. Vielleicht geht das mit der Umsiedlung schneller über die Bühne als erwartet. Hab's brandheiß aus sicherer Quelle. Sieht ganz so aus, als würden die das Enteignungsgesetz jetzt hauruck doch noch durchwinken. Bleibt aber unter uns. Du bleibst weiter am Ball. Immer mehrgleisig fahren, meine Devise. Ja. So, und jetzt ab zum Überseeempfang. Willst du dich doch noch mit? Nee. Kannst ja deine aktuelle Flamme als Begleitung mitbringen. Wer ist es denn gerade? Sag dir nichts. Na ja, gut. Dann beim nächsten Mal. Hau rein, mein Junge. Ja. Dennis lässt sich schön grüßen. Und Frau Sager auch. Die hat den Schrecken auch wieder einigermaßen verwunden. Ich wollte immer in meinem eigenen Bett sterben. Ach, Quatsch. So schnell stirbt man nicht. Wir haben früher nach hinten raus gewohnt. Im Souterrain hatte mein Vater seine Werkstatt. War Schuhmachermeister. Ich bin in dem Haus geboren. Damals kamen die Kinder noch zu Hause zur Welt. Mein ganzes Leben habe ich in dem Haus verbracht. Und jetzt ist es vorbei. Ach, nichts ist vorbei.
Jetzt kommen sie erstmal wieder auf die Beine und dann... Mensch, jedenfalls nehmen sie diese verdammte Abfindung und ziehen in... ins Altersheim. Sag's ruhig. Wo sie die Mümmelkreise einmal in der Woche zum Tanztee schieben. So ist das doch gar nicht. Es gibt sehr nette Seniorenanlagen mit einer eigenen Wohnung. Da sind sie unter Leuten und gut versorgt. So, Zeit für eine kleine Vitaminspritze. Ich hab's gewusst. Es kommt einer und hat ein paar anständige Zigarren dabei. Ich versteh's nicht ganz. Mertens redest du zu, die Abfindung anzunehmen. Du willst unbedingt bleiben. Mertens ist krank und ich will auch nicht, dass ihm was passiert. Und ich will nicht, dass dir was passiert. Was soll das denn jetzt heißen? Man muss auch wissen, wann es genug ist. Ich weiß ja gut, was ich tue. Wann setzen wir eigentlich unseren bizarren und so abrupt beendeten Abend fort? Es tut mir leid. Können wir vielleicht... Bitte. Machen Sie mal Platz da. So. Darüber weiter. Ja? Gib mir noch ein bisschen Zeit, ja? Ich muss noch so viele Dinge sortieren. Was denn sortieren? Ja, in meinem Kopf, verstehst du? Wir wollen wirklich nicht stören. Sollen wir wieder raus? Dann können Sie das Ganze in Ruhe ausdiskutieren. Ach so, okay. Entschuldigung. Tut mir leid. Was fällt Ihnen ein? Es tut mir wahnsinnig leid, Verzeihung, aber wir beide, pass auf. Ich will dir helfen, okay? Ehrlich helfen. Das musst du. Das sagen Sie alle. Du kannst mir helfen, wenn du magst. Du kannst Dennis abholen. Ja, klar, natürlich. Okay, klar, kein Problem, mach ich. Gerne, ich wollte sowieso im Schuppen. Ja, ich muss nämlich morgen. Kein Problem. Zu so einem komischen. Okay. Toll. Tschüss. Tschüss. Und Sonntag segeln wir wirklich? Wenn wir bis dahin mit den Bodenbrettern und der Takelage fertig sind. Ja. Versprochen? Versprochen. Oh ja, und Mama kommt auch mit. Oh ja, die kommt auf jeden Fall mit. Au! Ah! Oh. Du brauchst ein Pflaster. Ja, aber ich glaube, hier ist keins. Wir haben oben Pflaster, aber ich darf hier niemanden reinlassen. Mhm. Egal, ich hol dir einfach eins. Ist okay, Dennis. Ich muss das sowieso auswaschen. Ich habe eine Idee. Nein. Mhm. Dennis, du bist sicher, dass das eure Wohnung ist, ja? Ja, klar. Gott. Nicht schummeln. Nein, kenne ich gar nicht. Schummeln? Geradeaus, geradeaus. Okay. Achtung, Teppich. Rechter. Fuß. Hoch. Hoch. Achtung, jetzt an der Seite. Ja. Oh, Achtung, da ist ein Teppich. Ein Teppich. Alles klar? Okay. Jetzt rechts. Rechts? Ja, nein, jetzt falls rechts. So, jetzt komm. Hoch, noch ein Teppich. Ihr habt viele Teppiche. Was ist das? Das ist ein kleiner Vorhang so für Badezimmer. Okay, wir betreten das Badezimmer. Ja? Okay. Ja. Schön, dass ihr alle da seid, dann können wir jetzt loslegen. Ich möchte euch unser heutiges Übungsprogramm vorstellen. Nicht! Du hast es versprochen. Warte, Gustav, wir spielen gleich weiter. Ich will nur mal gucken, ob das auch richtig sitzt. Super! So, das Arzt? Thank you.
darfst nichts verraten. Was denn verraten? Das hier ist unser Villa Kunterbunt. Mama kann das alles noch gut gebrauchen. Räumt die Mami denn nie auf? Doch, schon. Sie hat bloß zu wenig Platz für die ganzen Sachen. Aha. Der Hammer. Worauf du einen lassen kannst. Und, wann sagst du es ihm? Wem? Dem, in den du verliebt bist. Wie schaffst du es, mich immer zu durchschauen? Ich habe lange bei mir selbst geübt. Ich muss jetzt erstmal meinen Flur in den Griff kriegen und... Das habe ich befürchtet, Sandra. Es geht doch nicht um deinen Flur, das ist doch nur Oberfläche. Es geht um dich. Dich musst du verändern. Und der entscheidende Schritt dazu ist Ehrlichkeit gegenüber dir selbst und anderen. Wenn man sich wirklich liebt, dann muss man sich nicht verstellen. Ja, aber man muss der Liebe doch auch mal erst eine Chance geben. Mama darf nicht wissen, dass du drin warst. Bist du jetzt böse? Aber ich war's. Kommst du jetzt nie mehr wieder? So ein Quatsch. Und das Segeln übermorgen? Versprochen ist versprochen, oder? Komm, Siegfried, wir arbeiten weiter. Ja. Bei den Messis gibt es da ganz unterschiedliche Typen. Also vom zerstreuten Professor, der seinen Schreibtisch nicht im Griff hat, bis zum pathologischen Vermüllungssyndrom mit Zwangsräumungen und Gesundheitsamt und so weiter. Gut, okay, aber woher kommt sowas? Wieso? Das kann man pauschal gar nicht sagen. Häufig. Hey, ihr beiden. Kommt ihr mit ins Vietcong? Nein. Überlegt's euch, sind alle da. Okay. Ciao. Ciao. Also psychologisch gesehen ist der Auslöser wohl häufig ein traumatisches Erlebnis. Ein Verlust oder so. Die Betroffenen klammern sich dann an irgendwelche Dinge, als Ersatz quasi. Und keiner merkt was. Das muss so sein wie bei Suchtkranken, mit Runterspielen, Verheimlichen, Täuschen. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn das Thema erstmal unter uns bleiben würde, okay? Kannst dich drauf verlassen. Danke, Alina, du bist... Ich weiß. Gewusst, wie sie lebt? Ja. Aber ich habe ihr versprochen, niemandem was zu sagen. Jetzt verstehe ich, warum sie sich so krampfhaft weigert, auszuziehen. Warum sie gegen diese Umsiedlung kämpft wie gegen Windmühlen. Das ist es ja, was mir so Sorgen macht. Sie ist so... so unzugänglich. Hat ja auch keinen, dem sie sich anvertrauen kann. Keine Familie, kein... Ich weiß auch nicht. Diese Wohnung, wie kann man so leben? Damit kommen Sie jetzt nicht klar, was? Es ist jetzt nicht mehr so anziehend, ne? Okay, Sie können begreifen, wie man so leben kann, ja? Die Sachen geben ihr einen Halt. Ich nehme an, es hat was damit zu tun, dass sie sitzen gelassen wurde, damals. Der Mann mit dem Raumschiff? Er war Pilot. Das hat sie wirklich getroffen. Plötzlich allein mit dem Kind. Gut, aber muss man sich deshalb gleich bis zur Decke mit Gerümpel eingraben, wenn man verlassen wird? Was wollen Sie eigentlich von ihr? Ich will ihr helfen.
Und warum? Weil ich mich verpflichtet fühle. Verpflichtet? Da hat jemand angerufen, Mama. Ich geh ran. Mhm. Hi, ihr beiden. Siegfried hier. Ich hatte heute viel zu tun und deshalb war ich nicht da. Also, aber es bleibt natürlich bei unserer Jungfernfahrt mit dem Boot. Sandra, ich wollte dir was sagen. Aber wir sehen uns ja morgen. Um 9 bin ich da. Okay, bis dann. Ciao. Du, Mama. Mhm? Ich glaube, ich weiß, was er dir sagen will. Ja, ich glaube, ich auch. Hey, was ist denn los? Was guckst du nur so? Freust du dich nicht auf morgen? Doch, schon. Es ist bloß... Weißt du was? Was? Ich freue mich auch. Irgendwas? Immer schön gerade halten, die. Die Pinne. Richtig. Aber wie man mit dem Ding Kurven fährt, das weißt du schon, oder? Wie kommen wir wieder zurück? Der Seemann spricht von Wende. Jedenfalls war es so, als ich das letzte Mal gesegelt bin. Darf ich fragen, wann das war? Vor, warte mal, 24 Jahren. Oh. Okay. Großartig. Da bin ich ja mal beruhigt. Hier ist ja Wasser. Wo? Na, hier drin. Das ist ganz normal. Soll das ein Witz sein, Dennis? Dennis, ist deine Weste fest zugebunden? Sandra, das ist ein Schwertboot. Das muss so. Oh Gott, das wird ja immer mehr. Guck mal. Keine Panik, alles im Griff. Mensch, sag mal, wir saufen ja ab. Hallo! Hier. Kann uns jemand abschleppen? Vielleicht ist das hier ja Takatuka-Land. Na, no, und das ist Captain Langstrumpf persönlich. Vielleicht hätte ich doch Silikon zum Kalfater annehmen sollen. Ach, echt? Ah, dann bin ich ja wirklich froh, dass wir mit dem richtigen Experten unterwegs sind. Sandra, das ist ein Schwertboot. Achtung, das ist nicht komisch. Das ist ein Schwertboot, hast du gesagt. Sandra, ich muss... Du musst jetzt nicht viel sagen. Das war kein Zufall, dass wir beide uns getroffen haben. Dann war es wohl Vorsehung? Ich war in deiner Wohnung. Das war keine böse Absicht. Ich meine doch, ja. Es war schon böse Absicht, aber nur am Anfang, bevor ich... Das ist nicht wahr, oder? Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber... Fakt ist, dass ich auf dich angesetzt bin. Ich bin Anwalt bei Räumern und Kosaner. Ich sollte Kontakt zu euch herstellen und euch dahingehend beeinflussen, dass ihr komplikationsfrei die Wohnung abgibt. Ich konnte nicht ahnen, dass ich mich... Bitte sag was. Hey. Sandra. Sandra. Ich will dich nie mehr wiedersehen.
begreife das einfach nicht. Ich kann es nicht begreifen. Haben wir nicht immer wieder drüber gesprochen? Du hast doch ganz genau gewusst, dass hier keiner rein darf, Mensch. Hast du es gewusst? Ja, aber... Ja, nix aber! Du hast es versprochen, Dennis! Du hast gesagt, wenn sich jemand verletzt hat, dann muss man es kühlen oder sauber machen. Ja, aber doch nicht in unserer Wohnung, Mensch! Nie darf jemand her, das ist blöd. Dennis! Nein, nichts, Dennis! Und du bist blöd und die Wohnung ist blöd und alles ist blöd. Dennis! Jetzt komm, sei mir nicht böse. Hey, Schnuppi, sei wieder lieb. Hm? Es tut mir leid, ich... Geh weg, du bist böse. Sandra, ich bin's. Wenn Sie reden wollen, Sandra, ich komme auch nicht rein. Sie wollen ihn also definitiv nie mehr wiedersehen? Nein. Ich meine, ja, also nach dem, was er gemacht hat. Außerdem kommt er sowieso nicht mehr wieder, nach dem, was er gesehen hat. Ja. Wenn Sie ihn zum Teufel jagen, wird er kaum das Gegenteil beweisen können. Ist doch egal. Zumindest hat er den ersten Schritt gemacht. Was soll das denn jetzt heißen? Geben Sie ihm doch eine Chance. Ihm und sich. Ihre Liebe. Warum sollte er denn sowas wie mich überhaupt lieben wollen? Das müssen Sie ihn fragen, Sandra. Und das Risiko eingehen, enttäuscht zu werden. Aber wenn er Ihnen eine Antwort gibt, die Sie mitten ins Herz trifft, dann werden Sie wissen, dass er es wert ist. Und Sie werden niemals wieder auch nur den leisesten Zweifel daran haben, dass Sie es wert sind, geliebt zu werden. Tut mir leid, aber Herr Hübner hat Urlaub. Urlaub. Aber wie lang denn? Er ist für mehrere Wochen weg. Wollen Sie einen anderen Anwalt sprechen? Ich könnte Herrn... Nein, es ist was Persönliches. Wenn Sie was abzuliefern haben, können Sie es mir geben. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Warten Sie! Hier. Seine Privatadresse. Ich weiß, dass er zu Hause ist. Ich dachte es eigentlich nicht, aber vielleicht, weil ich einen Hübner mag und... Naja. Hier. Ich
Willst du nicht reinkommen? Mein Großvater. Er hat weder einen Schuppen noch ein Segelboot besessen, aber er hat mit mir immer gedichte Zahlenlaken gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich dir noch glauben kann. Ich werde dich nie mehr anlügen. Nie wieder. Du hast Urlaub genommen? Ja. Ich muss nachdenken. Warum? Weißt du, warum Forscher anstelle von Ratten lieber mit Rechtsanwälten arbeiten? Weil Ratten nicht alles machen. Ist bei dir immer alles nur ein Witz? Humor ist die Lust zum Lachen, wenn einem zu heulen ist. Das war jetzt kein Witz, das war nur ein Zitat. Du musst unterschreiben, Sanna. Den Abfindungsvertrag. Du verlierst sonst alles. Und das Enteignungsgesetz ist so gut wie durch. Du kannst es nicht halten. Das Haus und die Wohnung. Als du bei mir warst, warst du da schwer schockiert. Ich meine, hast du mich auf einmal anders, ganz anders gesehen? Das war, weil ich konnte. Das ist schon in Ordnung. Du hast gesagt, du wirst mich nicht mehr belügen. Und ich will dich auch nicht mehr belügen. Also du musst es wissen, ich bin ein Messi. Und das ist wie ein übermächtiger Fluch, der mich gefangen hält. Und ich... Und du musst aber auch wissen, dass durch dich könnte ich mich ändern. Kann das gehen? Mit uns? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Das ist wirklich nicht. Wir räumen auf, Mann. Ich kann ganz viel helfen. Dann wird hier alles schön. Du bist lieb. Ganz, ganz lieb bist du. Aber weißt du, vielleicht können wir nicht mehr lange hier bleiben. Also, so wie bisher. Ehrlich? Ehrlich. Ich will jetzt immer ganz ehrlich zu dir sein, Dennis. Also jedenfalls bei den Sachen, für die du schon groß genug bist. Ich bin ja auch schon ganz schön groß. Ja. Mein großer Kleiner. Nein, es wäre niemals gut gegangen mit uns beiden. Glauben Sie mir, ich mache mir da nichts vor. Und ihr auch nicht. Das war die richtige Entscheidung, reinen Tisch zu machen. Absolut richtig. Herr Hübner, manchmal ist wichtig, alles auf Tisch packen. Was sagt Gefühl, nicht nur Kopf? Sie verstehen? Nee. Frag ich anders. Warum Sie glauben, es wäre nicht gut gegangen? Wenn Sie sie kennen würden, würden Sie das nicht fragen. Nicht. Wie ist sie denn?
Wie sie ist, weiß ich nicht. Sie wissen nicht? Doch, natürlich. Sie ist irgendwie anders. Anders als die anderen, die ich... Sie ist wahnsinnig anstrengend, hektisch und unglaublich streitbar. Beschreibung passt auf Tante Galina Antonova von Dniepropetrovsk. Sie nimmt alles sehr ernst. Wissen Sie, sie ohne falsche Spielchen, blasierte Coolness, Shishi hier, Bussi da, sie ist natürlich. Ja, und sehr direkt. Und auch wenn sie immer so ein bisschen überdreht ist, ist sie damals niemals überkandidelt. Sie hat einfach eine riesengroße Portion Temperament und ein riesengroßes Herz. Also war nicht richtige Entscheidung, reinen Tisch machen. Ja, und jetzt? Alles auf Tisch packen. Ich habe über deine Frage nachgedacht und also, ich kann dir keine Garantie dafür geben, aber ich kann dir garantieren, dass ich dir nichts vormachen werde. Niemals. Und ja, die Antwort ist ja. Ja. Ja, es kann gehen mit uns, ich weiß es. Was macht dich da jetzt auf einmal so sicher? Nee, ich bin mir gar nicht so sicher, dass es mit uns geht. Ich weiß nur ganz genau, dass es nicht mehr ohne dich geht. Wieso geht's denn da nicht weiter? Ich weiß es, weil mir klar ist, dass es nicht einfach wird mit uns beiden. Und weil ich mich trotzdem darauf freue. Hi. Weil ich mit dir auf Brücken klettern und Boote versenken kann und... Weil ich nicht mehr ohne dich sein möchte, wenn du so lächelst. Und weil ich nicht möchte, dass du ohne mich bist, wenn du weinst. Weil du dich durch mich ändern möchtest und weil ich hoffe, dass auch so ein klitzekleines bisschen bleibst, wie du bist. Weil ich, abgesehen von mir, niemanden kenne, der mit solcher Inbrunst rohe Zwiebeln hasst, so wie du. Ich weiß es, weil ich dich liebe. Mach doch endlich. Können wir? Ja. Immer Suche. Oh, Jojo. Klavier ist keine Blockflöte, ne? Pass auf, das rollt da runter. So. Sie kommen klar, oder? Sieht äußerst vielversprechend aus, wenn ich meinen Karten glauben kann. Und selbst? Naja, ich wollte eigentlich kündigen, aber Sandra war dagegen. Wieso denn das? Na, ich lasse mir doch nicht Dr. Römers Gesicht entgehen, wenn Siegfried mit mir auf diesem Überseeempfang aufkreuzt. Wenn man nicht alles selber macht. Hier, Mensch, habe ich gefunden. Klebte hinterm Klavier. Guck mal, Mama. Dennis. Was denn? Dennis. Ach, guck mal, das ist ja dein Seepferdchenabzeichen. Das nehme ich dir gleich an. Heilig heute? Wie? Ja, ich kann meine Seniorenkollegen doch nicht warten lassen in meinem neuen Zuhause. Ne? Guck mal an. So, worauf warten wir? Packen wir's.
Ich fahr. Ja, da hinten. Wir fahren, Mama. Alles Gute. Tschüss. Das kann da so aber nicht stehen bleiben. Nee, Opa Mertens macht das schon. Danke. Tschüss. 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 Ich glaub das nicht. Tschüss. Nee, ne? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Einen richtigen Konzertflügel. Sie können das Klavier verkaufen und dafür einen schönen... Ich hab was von verkaufen gesagt, bei dir ist auch genug Platz. Spitze Idee, sonst noch was? Ach, warte mal, wenn du mich fragst, muss ich kurz überlegen. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Was denn? Ein Bruder. Und Dennis, jetzt mal langsam, ja? Wieso? Ich finde das gar keine so schlechte Idee. Even if I don't believe it's true, Sandra? Sandra, wir brauchen noch Gläser. Ach, ja, Ich kann mit Hochtragen helfen. Nein, danke, das geht schon. Meinst du mal wirklich gar? Nein, wirklich, geht schon. Ja! Machen sich nichts draus. Sie ist manchmal ein bisschen eigenwillig. Ja, wem sagen Sie das? Oha. Macht schnell! So ein Cheat. Da gibt's nur eins. Alle Mann rauf zu Sandra! Wo sind die Kinder? Im Schuppen! Mir nach! Na kommt schon! Kommt! In den Schuppen! Machen Sie nur. Ist doch auch viel gemütlicher da drin. Und außerdem hört es wahrscheinlich sowieso gleich auf zu regnen. Natürlich. Wahrscheinlich haben Sie recht. Machen Sie sich lustig über mich? Wie kommen Sie darauf? Ich weiß bei Ihnen nie, woran ich bin. Ach, wirklich? Schon wieder eine Gemeinsamkeit. Wie soll denn das jetzt heißen? Kommt ihr rein oder wollt ihr euch noch ein bisschen abkühlen? Du bist dran mit Winnie Kuh spielen, Siegfried. Das habe ich befürchtet. Dankeschön. Ihr wisst, dass ich in meiner Jugend ein ganz gefürchteter blinde Kuhspieler war, ja? Also, wer dreht mich? Die Augen zugebunden, hast du mich schnell gefunden, doch. Warum fingst du eben mich? Sandra. Oh, machen Sie ruhig weiter, junger Mann. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin so überfallen habe im Regen. Nein, ich muss mich entschuldigen, dass ich Ihnen nicht sofort den Schuppen angeboten habe. Weißt du, wie das ist, wenn eine Horde Gäste bei einem einfällt? Kann man das Parkett gleich wegschmeißen. Ein Anwalt. Oh Gott. Sagte ich gerade Anwalt oder Kinderschänder? Es tut mir leid, aber das ist gerade echt ein rotes Tuch für mich. Aha. Die Umsiedlung. Umsiedlung? Ja, allein das Wort schon. Klingt ja wie im Dritten Reich. Na komm, hallo. Ist doch wahr. Mit mir nicht. Okay, okay. Absolut verständlich, dass du dich ärgerst. Mein, wer wird da nicht wütend werden? Das ist logisch. Natürlich
Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wäre es andererseits auch eine Riesenchance für dich. Überleg mal, was die vermutlich bereit wären, für eine de facto wertlose Mietwohnung zu zahlen. Was weißt denn du von meiner Wohnung? Nichts. Das geht doch jetzt hier um den Abbruch und der ist doch wohl kaum aufhaltbar. Na klar, natürlich. Okay, ich verstehe, wenn du... Nein, du verstehst gar nichts. Sandra, jetzt bleib doch mal locker. Das war doch... Ich wollte... Okay, gut. Lass uns ganz schnell das Thema wechseln. Hast du schon Weihnachtsbaum? Sandra, was soll ich tun? Sag's mir. Von mir aus kannst du nackt in die Elbe springen, aber ich muss jetzt sowieso nach Hause. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Für dich gehe ich ins Wasser. Das kann nicht wahr sein. Warte, Sandra. Du bist verrückt. Hey, warte. Nur bei dir. Ich kenne den nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun, ja? Es war ein bizarrer. Exakt, ja. Ein bizarrer. Seltsamer. Ein tümlicher. Ein bizarrer, seltsamer, ein tümlicher. Wunderschöner. Woher wissen Sie meinen Namen? Man sagte mir, Sie wären hier so eine Art Hausmeister. Jo, früher habe ich hier mal nach den Rechten geschaut, ne? Hübner, angenehm. Hübner hieß der aber nicht, der alte Jessen. Wer? Der letzte Schuppenbesitzer, Ihr Großvater. Nein, das ist Familie mütterlicherseits, verstehen Sie? Sie sehen ihn noch gar nicht ähnlich. Wie passt dein Antlitz schön und blühend zu meinem traurigen Gesicht? Machen Sie mal nicht lustig um einen alten Mann. Nein, das sollte... Wo liegt er denn? Wer? Ach so. Ich nehme mal an, in der Sonne und lässt sich von der blutjungen Stiftsschwester das Handelsblatt vorlesen. Ich meine, auf welchem Friedhof liegt er, wie Sie das hier alles geerbt haben? Ja, richtig. Aber der alte Gauner hat sein Erbe schon zu Lebzeiten verteilt. Ich sag nur ein Wort. Die Steuer. Und was wollen Sie jetzt mit all dem alten Kram hier? Oh, ein bisschen aufmotzen den alten Kahn und mal schauen, wie seetauglich der noch ist. Hier, na denn. Aufmotzen, ne? Du blockierst jetzt schon seit 4 Waschgängen die Spezialreinigungstrommel mit diesem Fetzen. Nicole, dieser Fetzen ist aus italienischem Kaschmir und hat wahrscheinlich mehr als unser Monatsumsatz gekostet. Warum ruinierst du ihn dann? Ja, ich muss die Farbe rauskriegen. Es wird dir auch gelingen, wenn du so weitermachst. Ich weiß. Danke für die Einladung, wir kommen gerne. Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich glaub's einfach nicht.
Wir sind noch ganz brav. Dennis, zum letzten Mal. Du kannst nicht einfach alle Kinder zu deinem Geburtstag einladen. Es sind aber auch nicht alle. Es sind nur Moritz und Justin und Murat und Kiki und Isabella und die Zwillinge und... Gott, Dennis. Wir hatten eine Abmachung. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab gedacht, wir könnten in meinem Zimmer feiern. Das ist doch aufgeräumt. Komm mal her. Es geht nicht in unserer Wohnung, Schnuppi, das weißt du doch. Hm? Fluch, der mich gefangen hält. Und ich... Und muss aber auch wissen, dass... Durch dich könnte ich mich ändern. Kann das gehen? Mit uns? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aufmachen. Ich kann ganz viel helfen. Dann wird hier alles schön. Du bist lieb. Ganz, ganz lieb bist du. Aber weißt du, vielleicht können wir nicht mehr lange hier bleiben. Also so wie bisher. Ehrlich? Ehrlich. Ich will jetzt immer ganz ehrlich zu dir sein, Dennis. Also jedenfalls bei den Sachen, für die du schon groß genug bist. Ich bin ja auch schon ganz schön groß. Ja. Mein großer Kleiner. Nein, es wäre niemals gut gegangen mit uns beiden. Glauben Sie mir, ich mache mir da nichts vor. Und ihr auch nicht. Das war die richtige Entscheidung, reinen Tisch zu machen. Absolut richtig. Herr Hübner, manchmal ist wichtig, alles auf Tisch packen. Was sagt Gefühl, nicht nur Kopf? Sie verstehen? Nee. Frag ich anders. Warum Sie glauben, es wäre nicht gut gegangen? Wenn Sie sie kennen würden, würden Sie das nicht fragen. Nicht. Wie ist sie denn? Wie sie ist, weiß ich nicht. Sie wissen nicht? Doch, natürlich. Sie ist irgendwie anders. Ach ja, ich muss noch mal in die Stadt. Sie haben da was? Oh, das ist die Reinigungsmarkt. Sandra nimmt meine Hemden immer mit in ihren Laden. Nette Dirn. Ja. Auch bestimmt nicht so einfach für Sie, oder? Wieso? Na, ich meine, die Reinigung wirft bestimmt nicht so viel ab, denke ich mal. Sie sind aber ganz schön neugierig. Wollen Sie was von dem Mädel? Was? Nee. Ich frag nur so. Das ist ein hübsches Ding. Hat ihren kleinen Hauen, ne, mit ihrer Wohnung und ihren Sachen. Aber ich verstehe das. Ich will ja da auch nicht raus. Und Frau Sager? Ich weiß nicht, ob Ihre Kunden mitgehen würden, wenn sie da weg müsste. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Seit neuestem macht sie das ja auch telefonisch. Oh, tut mir leid, irgendwie. Müssen wir ein andermal machen. Ja, ich stell's kalt, ne? Tschö. Tschüss. Dennis, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Jetzt versteh doch mal. Was man verspricht, muss man auch halten. Ich habe meinen Freunden versprochen, dass sie zu meinem Geburtstag kommen dürfen. Ja, natürlich. Jetzt komm. Ich verspreche dir, ich werde mir was einfallen lassen, gut?
bist eine Lügnerin. Du lässt dir gar nichts einfallen. Jetzt ist aber auch mal gut, ja? Hör mal, du, wenn du so weitermachst, dann lade ich alle Kinder wieder aus. Am Vormittag müssen Sie bei vermeintlich wichtigen Vorhaben mit Verzögerungen oder sogar Blockaden rechnen. Aber lassen Sie sich durch Ihre momentanen Gefühle nicht verwirren. Vertrauen Sie Ihrer Urteilskraft und versuchen Sie, Unterbrechungen zu akzeptieren. Ein Waldspaziergang kann Sie auf andere Gedanken bringen. Also, Gisbert, entschuldigen Sie, könnten wir unsere Sitzung kurz unterbrechen? Tante Doris, kann ich meinen Geburtstag bei dir feiern? Bei mir? Aber warum denn, Schatz? Mama will alle wieder ausladen. Dennis! Weißt du was? Geh doch mal schnell runter in den Garten zu Opa Mertens und guck mal, was seine Räucherfische machen. Ich unterhalte mich mal mit Mama, okay? Ja. Sandra, Dennis. Dein Vermieter will die Heizung sanieren und du weißt nicht, wie du die Handwerker reinlassen sollst. Ich weiß. Was soll denn das? Okay. Die meisten kommen erst, wenn ihre Lage richtig brenzlig ist. Und die Freundinnennummer, die ist fast schon klassisch. Bei mir war es damals meine Schwester. Wenn du wiederkommst, sei bitte pünktlich. Unpünktlichkeit ist zwar ein typisches Messi-Problem, aber wir sind da ganz besonders streng mit uns selbst. Und vor allem, sei bitte ehrlich. Ich komme überhaupt nicht mehr wieder. Ja? Hi! Nette Begrüßung. Was gibt's denn? Es gibt Bach, Schubert und einen Namen, den ich nicht so ganz aussprechen kann. Mama, wer ist denn da? Niemand. Schön in der Wanne bleiben, ich komme gleich. Ich wäre jetzt bereit für ein bisschen Begeisterung. Wieso sollte ich denn mit Ihnen ins Konzert gehen? Ich sag nur ein Wort. Altweiß. Ich bin heute überhaupt nicht in Stimmung. Das macht nichts. Das bringt Sie auf andere Gedanken. Hören Sie, es geht nicht. Selbst wenn ich wollte, ich kann doch den Kleinen nicht alleine lassen. Dennis kann zu Frau Saga. Das habe ich schon klar gemacht. Mama, ist das Siegfried? 7. Viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Warum denn ausgerechnet mit mir? Sie kennen doch bestimmt viele Frauen. Ja, das stimmt. Aber keine, die beim Kartoffelsalat die Zwiebelwürfelchen rauspult. Oh Mann. Geben Sie mir 5 Minuten. Ja. Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Wo ist denn dieses violette Oberteil mit diesen Dingern da? Ach, guck mal. Dein Seepferdchen-Ausweis. Du wolltest mir doch mein Abzeichen annehmen. Das finden wir auch noch, Schluppi. Mal ist wichtig, alles auf die Spacken. Was sagt Gefühl, nicht nur Kopf? Sie verstehen? Nee. Frag ich anders. Warum Sie glauben, es wäre nicht gut gegangen? Wenn Sie sie kennen würden, würden Sie das nicht fragen. Niet. Wie ist sie denn? Wie sie ist, weiß ich nicht. Sie wissen nicht? Doch, natürlich. Sie ist
Irgendwie anders. Anders als die anderen, die ich... Sie... Oh, sie ist wahnsinnig anstrengend, hektisch und unglaublich streitbar. Beschreibung passt auf Tante Galina Antonova von Dniepropetrovsk. Sie nimmt alles sehr ernst. Wissen Sie, sie... Ohne falsche Spielchen, blasierte Coolness, Shishi hier, Bussi da, sie... Sie ist natürlich. Ja, und... sehr direkt. Und auch wenn sie immer so ein bisschen überdreht ist, ist sie dabei niemals überkandidelt. Sie hat einfach eine riesengroße Portion Temperament und ein riesengroßes Herz. Also war nicht richtige Entscheidung, reinen Tisch machen. Ja, und jetzt? Alles auf Tisch packen. Hi. Ich habe über deine Frage nachgedacht und... Also... Ich kann dir keine Garantie dafür geben, aber ich kann dir garantieren, dass ich dir nichts vormachen werde. Niemals. Und ja, die Antwort ist ja. Ja? Ja, es kann gehen mit uns, ich weiß es. Was macht dich da jetzt auf einmal so sicher? Nee, ich bin mir gar nicht so sicher, dass es mit uns geht. Ich weiß nur ganz genau, dass es nicht mehr ohne dich geht. Wieso geht's denn da nicht weiter? Ich weiß es, weil mir klar ist, dass es nicht einfach wird mit uns beiden. Und weil ich mich trotzdem darauf freue. Hi. Weil ich mit dir auf Brücken klettern und Boote versenken kann und... So ein Afterwork-Club. Die Arbeit geht weiter. Wie sieht's aus? Hab alles erledigt. Das Bootshaus ist nun befristet auf deinen Namen eingetragen. Du bist ein Schatz. No, 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 no. That wouldn't affect us at all. Yes, see you tomorrow then. Bye. Gut gemacht. Die Welt will betrogen sein. Drum sei sie betrogen. Machiavelli? Nein. Martin Luther. Aber was? Ja. Wie auch immer. Clevere Idee, das mit dem Schuppen als Tarnung. So kommst du an die Kleine heran, du Halunke. Die Sache ist doch ganz einfach. Wir müssen die Lind als Wortführerin zu Fall bringen, dann knicken die anderen auch sofort ein. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird, Gerd. Die Frau ist irgendwie... merkwürdig. Sie ist die Kretze! Aber du wirst sie schon knacken. Mhm. Was willst du trinken? Nichts. Ich muss noch was tun. Gut, lass sie nicht aufhalten. Meine Devise, der Anwaltstag hat 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann muss eben die Nacht herhalten. Irgendwo erkenne ich das. Guten Abend. Guten Abend. Beschütze auch die Indianer, die kleinen Hunde und Seelöwen, meine Mama. Und meinen kleinen lieben Dennis. Und lieber Gott, vergiss nicht meinen Papa vom anderen Stern. Ob er wohl mit seinem Raumschiff zu meinem Geburtstag kommt, das wäre toll. Ja, das wäre toll. Aber rechne mal lieber nicht zu fest damit. Der Weltraum ist nämlich riesig. Darf ich denn andere Kinder einladen? Dennis, es geht nicht. Aber wir schauen mal, wir werden uns was ganz Schönes für deinen Geburtstag einfallen lassen, ja? Gute Nacht. Mama? Hm? Warum kannst du nie was aufräumen? Ich kann es doch auch in meinem Zimmer. Und warum darf uns nie jemand besuchen? Schnuppi, das hier, das ist doch unsere Villa Kunterbunt. Das ist doch unser Geheimnis, weißt du doch.
Nacht, mein Engel. Geht mich nichts an, bin ich nur Bootsfrau. Aber frage ich mich, was immer finden an diese Flitzchen? Frau Wernikova, dieses Flittchen hat einen Bachelor in Jura, einen Master. Nicht will ich nicht wissen, wo diese jungen Dinger haben überall ihre schrecklichen Piercing und Tattoos. Alte russische Sprichwort sagt, kommst du in Alter? Besser verlierst du Herz als Verstand. Frau Wernikova, Sie wissen ganz genau, dass mein Herz nur für Sie schlägt. Hm? Ach ja, hab ich was für Abwasch. Was willst du frühstücken? Müsli! Moin, Herr Sörensen. Herr Hübner, ich dachte, Sie wären heute außer Haus. Bin ich auch. Ich bin nur kurz hier, um Sie was zu fragen. Mich? Ja. Sie kennen sich doch aus mit Booten. 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 Am Afterwork-Club. Die Arbeit geht weiter. Wie sieht's aus? Hab alles erledigt. Das Bootshaus ist nun befristet auf deinen Namen eingetragen. Du bist ein Schatz. No, 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 no. That wouldn't affect us at all. Yes, see you tomorrow then. Bye. Gut gemacht. Die Welt will betrogen sein, drum sei sie betrogen. Machiavelli? Nein, Martin Luther. Aber was? Ja. Wie auch immer, clevere Idee, das mit dem Schuppen als Tarnung. So kommst du an die Kleine heran, du Halunke. Die Sache ist doch ganz einfach. Wir müssen die Lind als Wortführerin zu Fall bringen, dann knicken die anderen auch sofort ein. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird, Gerd. Die Frau ist irgendwie merkwürdig. Sie ist die Kretze. Aber du wirst sie schon knacken. Was willst du trinken? Nichts. Ich muss noch was tun. Gut, lass sie nicht aufhalten. Meine Devise, der Anwaltstag hat 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann muss eben die Nacht herhalten. Ich
Irgendwer kenne ich da. Guten Abend. Guten Abend. Ich beschütze auch die Indianer, die kleinen Hunde und Seelöwen, meine Mama. Und meinen kleinen lieben Dennis. Und lieber Gott, vergiss nicht meinen Papa vom anderen Stern. Ob er wohl mit seinem Raumschiff zu meinem Geburtstag kommt, das wäre toll. Ja, das wäre toll. Aber rechne mal lieber nicht zu fest damit. Der Weltraum ist nämlich riesig. Darf ich denn andere Kinder einladen? Dennis, es geht nicht. Aber wir schauen mal, wir werden uns was ganz Schönes für deinen Geburtstag einfallen lassen, ja? Gute Nacht. Mama? Hm? Warum kannst du nie was aufräumen? Ich kann es doch auch in meinem Zimmer. Und warum darf uns nie jemand besuchen? Schnuppi, das hier, das ist doch unsere Villa Kunterbunt. Ist doch unser Geheimnis, weißt du doch. Gute Nacht, mein Engel. Richtig. Aber wie man mit dem Ding Kurven fährt, das weißt du schon, oder? Wie kommen wir wieder zurück? Der Seemann spricht von Wende. Jedenfalls war es so, als ich das letzte Mal gesegelt bin. Darf ich fragen, wann das war? Vor, warte mal, 24 Jahren. Oh. Okay. Großartig. Da bin ich ja mal beruhigt. Hier ist ja Wasser. Wo? Na, hier drin. Das ist ganz normal. Soll das ein Witz sein? Dennis? Dennis, ist deine Weste fest zugebunden? Sandra, das ist ein Schwertboot. Das muss so. Oh Gott, das wird ja immer mehr. Guck mal. Keine Panik, alles im Griff. Mensch, sag mal, wir saufen ja ab. Hallo! Hier. Kann uns jemand abschleppen? Vielleicht ist das hier ja Takatuka-Land. No, das ist. Captain Langstrumpf persönlich. Vielleicht hätte ich doch Silikon zum Kalfater annehmen sollen. Ach, echt? Ah, dann bin ich ja wirklich froh, dass wir mit dem richtigen Experten unterwegs sind. Sandra, das ist ein Schwertboot. Achtung, das ist nicht komisch. Das ist ein Schwertboot, hast du gesagt. Sandra, ich muss... Du musst jetzt nicht viel sagen. Das war kein Zufall, dass wir beide uns getroffen haben. Und war es wohl Vorsehung? Ich war in deiner Wohnung. Das war keine böse Absicht. Ich meine doch, ja. Es war schon böse Absicht, aber nur am Anfang, bevor ich... Das ist nicht wahr, oder? Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber... Fakt ist, dass ich auf dich angesetzt bin. Ich bin Anwalt bei Räumern und Kosaner. Ich sollte Kontakt zu euch herstellen und euch dahingehend beeinflussen, dass ihr komplikationsfrei die Wohnung abgibt. Kommt doch nicht an, dass ich mich... Bitte sag was. Hey. Sandra. Sandra. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Ein bizarrer. Seltsamer. Ein tümlicher. Ein bizarrer, seltsamer, ein tümlicher. Wunderschöner. Geht nicht.
Hallo, Sandra. Hallo. Oh, kannst du ihn vielleicht nehmen? Ich habe gar keine Freundin. Also jedenfalls keine, die mich hergeschickt hat. Für den Anfang schon ganz gut. Abgesehen davon, dass du wieder unpünktlich bist. Was ist? Komm. Verschenken, aha. Ist da was für uns drin? Aufheben, verschenken und... Wegwerfen. Genau. Ich nenne sie unsere Trickkisten. Die Mount Vernon-Methode. Ein Aufräumverfahren nach der amerikanischen Messi-Therapie. Der Witz ist, sich Stück für Stück vorzuarbeiten. Mit diesem System kann man schnell und erkennbar helfen, wobei die Betonung auf Helfen, nicht auf Heilen liegt. Deshalb Trickkisten. Sie können einen leicht dazu verführen, sich Illusionen hinzugeben. Was ich damit sagen möchte, es kommt auf eine bewusste mentale Aktivierung an. Und dazu muss man... aufhören, sich selbst zu belügen. Genau. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann nützen die ganzen Kartons nichts. Messitum ist eine Suchtkrankheit. Das muss man sich eingestehen. Alina, das passt jetzt überhaupt nicht. Nein, pass mal auf. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann besorg mir die Wettervorhersage für die nächsten Tage, ja? Was? Nein, Alina, ich komme nicht extra noch mal in die Kanzlei. Das kannst du vergessen. Ja, nein, sag rum. Ja, Hochachtung, das ist ein Teppich. Ein Teppich, alles klar. Okay. Jetzt rechts. Rechts? Ja, nein, jetzt falsch ist rechts. So, jetzt komm. Hoch, noch ein Teppich. Ihr habt viele Teppiche. Ah, was ist das? Das ist ein kleiner Vorhang so für Badezimmer. Okay, wir betreten das Badezimmer. Ja. Okay. Schön, dass ihr alle da seid, dann können wir jetzt loslegen. Ich möchte euch unser heutiges Übungsprogramm vorstellen. Nicht. Du hast es versprochen. Warte, Gustav, wir spielen gleich weiter. Ich will nur mal gucken, ob das auch richtig sitzt. Super. So, das Arzt. Verraten. Was denn verraten? Das hier ist unser Villa Kunterbunt. Mama kann das alles noch gut gebrauchen. Räumt die Marina nie auf? Doch, schon. Sie hat bloß zu wenig Platz für die ganzen Sachen. Aha. Der Hammer. Worauf du einen lassen kannst. Und, wann sagst du es ihm? Wem? Dem, in den du verliebt bist. Wie schaffst du es, mich immer zu durchschauen? Ich habe lange bei mir selbst geübt. Ich muss jetzt erstmal meinen Flur in den Griff kriegen und... Das habe ich befürchtet, Sandra. Es geht doch nicht um deinen Flur, das ist doch nur Oberfläche. Es geht um dich. Dich musst du verändern. Und der entscheidende Schritt dazu ist Ehrlichkeit gegenüber dir selbst und anderen. Wenn man sich wirklich liebt. Da muss man sich nicht verstellen. Ja, aber man muss der Liebe doch auch mal erst eine Chance geben. Mama darf nicht wissen, dass du drin warst. Bist du jetzt böse? Und ich will dich auch nicht mehr belügen. Also du musst es wissen, ich bin... Messi. Und das ist wie ein übermächtiger Fluch, der mich gefangen hält. Und ich...
Und muss aber auch wissen, dass... durch dich könnte ich mich ändern. Kann das gehen? Mit uns? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Das ist wirklich nicht. Wir räumen auf, Mama. Ich kann ganz viel helfen. Dann wird hier alles schön. Du bist lieb. Ganz, ganz lieb bist du. Aber weißt du, vielleicht können wir nicht mehr lange hier bleiben. Also, so wie bisher. Ehrlich? Ehrlich. Ich will jetzt immer ganz ehrlich zu dir sein, Dennis. Also jedenfalls bei den Sachen, für die du schon groß genug bist. Ich bin ja auch schon ganz schön groß. Mein großer Kleiner. Nein, es wäre niemals gut gegangen mit uns beiden. Glauben Sie mir, ich mache mir da nichts vor. Und ihr auch nicht. Das war die richtige Entscheidung, reinen Tisch zu machen. Absolut richtig. Herr Hübner, manchmal ist wichtig, alles auf Tisch packen. Was sagt Gefühl, nicht nur Kopf? Sie verstehen? Nee. Frag ich anders. Warum Sie glauben, es wäre nicht gut gegangen? Wenn Sie sie kennen würden, würden Sie das nicht fragen. Niet. Wie ist sie denn? Dennis, du hast doch deine Schlüssel. Siegfried hat mich aber hochgebracht. Nano, Nano. Zurück. 3 Schritte. Wie bitte? Treten Sie zurück. 3 Schritte zurück. Okay. Soll ich meine Waffen auch ablegen? Gerade nackt oder was war das? Was? Ja. Ich meine, nein, also, nein, nicht direkt. Ich renoviere gerade. Verstehen Sie? Verstehe. Das ist viel zu gefährlich für Jackettträger, oder? Hände waschen. Hallo? Das war ein Scherz. Warum scherzen Sie nicht zu Hause weiter? Sind Sie immer so? Wieso? So verschlossen. Das war jetzt nicht so gemeint. Okay. Schönen Abend noch. Wie immer. So, Jungs. Ab ins Warme. Oh, jetzt? Ja, ja. Darf ich? Bitte. Selbst gefangen? Was glauben Sie denn? Ja, besten Dank. Oh. Haben Sie es eilig heute? Ja, ich muss noch mal in die Stadt. Aha. Sie haben da was?
Ja, das ist die Reinigungsmarke. Sandra nimmt meine Hemden immer mit in ihren Laden. Nette deren. Ja. Ja. Auch bestimmt nicht so einfach für Sie, oder? Wieso? Na, ich meine, die Reinigung wirft bestimmt nicht so viel ab, denke ich mal. Sie sind aber ganz schön neugierig. Wollen Sie was von dem Mädel? Was? Nee. Ich frag nur so. Das ist ein hübsches Ding. Hat ja einen kleinen Hauen, ne, mit ihrer Wohnung und ihren Sachen. Aber ich verstehe das. Ich will Ein Bizarrer. Exakt, ja. Ein Bizarrer. Seltsamer. Ein Tümlicher. Ein Bizarrer, seltsamer, Eigentümlicher. Wunderschöner. Hallo, Sandra. Hallo. Oh, kannst du ihn vielleicht nehmen? Nee, ich wollte... Also, ich habe gar keine Freundin. Also, jedenfalls keine, die mich hergeschickt hat. Für den Anfang schon ganz gut. Abgesehen davon, dass du wieder unpünktlich bist. Was ist? Komm. Verschenken, aha. Ist da was für uns drin? Aufheben, verschenken und... wegwerfen. Genau. Ich nenne sie unsere Trickkisten. Die Mount Vernon-Methode. Ein Aufräumverfahren nach der amerikanischen Messi-Therapie. Der Witz ist, sich Stück für Stück vorzuarbeiten. Mit diesem System kann man schnell und erkennbar helfen, wobei die Betonung auf helfen, nicht auf heilen liegt. Deshalb Trickkisten. Sie können einen leicht dazu verführen, sich Illusionen hinzugeben. Was ich damit sagen möchte, es kommt auf eine bewusste mentale Aktivierung an. Und dazu muss man... aufhören, sich selbst zu belügen. Genau. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann nützen die ganzen Kartons nichts. Messitum ist eine Suchtkrankheit. Das muss man sich eingestehen. Alina, das passt jetzt überhaupt nicht. Nein, pass mal auf. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann besorg mir die Wettervorhersage für die nächsten Tage, ja? Was? Nein, Alina, ich komme nicht extra noch mal in die Kanzlei. Das kannst du vergessen. Verbracht. Und jetzt ist es vorbei. Ach, nix ist vorbei. Jetzt kommen sie erst mal wieder auf die Beine. Und dann... Mensch, notfalls nehmen sie diese verdammte Abfindung und ziehen in... ins Altersheim. Sag's ruhig. Wo sie die Mümmelkreise einmal in der Woche zum Tanztee schieben. So ist das doch gar nicht. Es gibt sehr nette Seniorenanlagen mit einer eigenen Wohnung. Da sind sie unter Leuten und gut versorgt. So, Zeit für eine kleine Vitaminspritze. Ich hab's gewusst. Es kommt einer und hat ein paar anständige Zigarren dabei. Nicht ganz. Mertens redest du zu, die Abfindung anzunehmen. Du willst unbedingt bleiben. Mertens ist krank und ich will auch nicht, dass ihm was passiert. Und ich will nicht, dass dir was passiert. Was soll das denn jetzt heißen? Man muss auch wissen, wann es genug ist. Ich weiß ja gut, was ich tue. Wann setzen wir eigentlich unseren bizarren und so abrupt beendeten Abend fort? Du...
Es tut mir leid. Können wir vielleicht bitte. Machen Sie mal Platz da. Anders so. Darüber weiter. Ja? Ich gib mir noch ein bisschen Zeit, ja? Ich muss noch so viele Dinge sortieren. Was denn sortieren? Ja, in meinem Kopf, verstehst du? Wir wollen wirklich nicht stören. Sollen wir wieder raus? Dann können Sie das Ganze in Ruhe ausdiskutieren. Ach so, okay. Entschuldigung. Tut mir leid. Was fällt Ihnen ein? Es tut mir wahnsinnig leid, Verzeihung, aber wir beide, ich meine, ich, pass auf. Ich will dir helfen, okay? Ehrlich helfen. Das musst du. Das sagen Sie alle. Du kannst mir helfen, wenn du magst. Du kannst Dennis abholen. Ja klar, natürlich. Okay, klar, kein Problem, mach ich. Gerne, ich wollte sowieso im Schuppen. Ja, ich muss nämlich morgen. Kein Problem. Zu so einem komischen. Okay. Toll. Tschüss. Tschüss. Und Sonntag segeln wir wirklich? Wenn wir bis dahin mit den Bodenbrettern und der Takelage fertig sind. Ja. Versprochen? Versprochen. Oh ja, und Mama kommt auch mit. Oh ja, die kommt auf jeden Fall mit. Au! Ah! Oh. Du brauchst ein Pflaster. Ja, aber ich glaube, hier ist keins. Wir haben oben Pflaster, aber ich darf hier niemanden reinlassen. Mhm. Egal, ich hol dir einfach eins. Ist okay, Dennis. Ach ja. Hab ich was für Abwasch. Was willst du frühstücken? Müsli! Kakao? Kakao! Frühstücken unterwegs. Oh ja! Moin, Herr Sörensen. Herr Hübner, ich dachte, Sie wären heute außer Haus. Bin ich auch. Ich bin nur kurz hier, um Sie was zu fragen. Mich? Ja. Die kennen sich doch aus mit Booten. 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 Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir auf die Sprünge helfen. Wie kommen Sie zu dem Schuppen hier? Den habe ich geerbt. Guck mal an. Von wem denn? Von meinem Großvater. Sie müssen Herr Mertens sein. Woher wissen Sie meinen Namen? Man sagte mir, Sie wären hier so eine Art Hausmeister. Jo, früher habe ich hier mal nach den Rechten geschaut, ne? Hübner. Angenehm. Hübner hieß der, aber nicht der alte Jessen. Wer? Der letzte Schuppenbesitzer, Ihr Großvater. Nein, das ist Familie mütterlicherseits. Verstehen Sie? Sie sehen ihn noch gar nicht ähnlich. Wie passt dein Antlitz schön und blühend zu meinem traurigen Gesicht? Machen Sie mal nicht lustig um einen alten Mann. Nein, das sollte... Wo liegt er denn? Wer? Ach so. Ich nehme mal an in der Sonne und lässt sich von der blutjungen Stiftsschwester das Handelsblatt vorlesen. Ich meine, auf welchem Friedhof liegt er, wie Sie das hier alles geerbt haben? Ja, richtig. Aber der alte Gauner hat sein Erbe schon zu Lebzeiten verteilt. Ich sag nur ein Wort. Die Steuer. Mhm. Und was wollen Sie jetzt mit all dem alten Kram hier? Oh, ein bisschen aufmotzen den alten Kahn und mal schauen, wie seetauglich der noch ist. Hier, na denn. Na klar, natürlich. Okay, ich verstehe, wenn du... Nein, du verstehst gar nichts. Sandra, jetzt bleib doch mal locker. Das war doch... Ich wollte... Okay, gut. Lass uns ganz schnell das Thema wechseln. Hast du schon einen Weihnachtsbaum? Sandra, was soll ich tun? Sag's mir. Von mir aus kannst du nackt in die Elbe springen, aber ich muss jetzt sowieso nach Hause.
Das ist jetzt nicht wahr, oder? Für dich gehe ich ins Wasser. Das ist ja nicht Wasser. Hey, warte, Mama da. Du bist verrückt. Hey, weitermachen! Nur bei dir. Ich kenne den nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun, ja? Ja, klar. Es war ein bizarrer. Exakt, ja. Ein bizarrer. Seltsamer. Eintümlicher. Ein bizarrer, seltsamer, eintümlicher. Wunderschöner. Hallo, Sandra. Hallo. Oh, kannst du ihn vielleicht nehmen? Ich habe gar keine Freunde. Ich war in deiner Wohnung. Das war keine böse Absicht. Ich meine doch, ja. Es war schon böse Absicht, aber nur am Anfang, bevor ich... Das ist nicht wahr, oder? Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber Fakt ist, dass ich auf dich angesetzt bin. Ich bin Anwalt bei Räumern und Kosana. Ich sollte Kontakt zu euch herstellen und euch dahingehend beeinflussen, dass ihr komplikationsfrei die Wohnung abgibt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich mich... Bitte sag was. Sandra. Sandra. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Scheiße. Ich begreife das einfach nicht. Ich kann es nicht begreifen. Haben wir nicht immer wieder drüber gesprochen? Du hast doch ganz genau gewusst, dass hier keiner rein darf, Mensch. Hast du es gewusst? Ja, aber... Ja, nix aber! Du hast es versprochen, Dennis! Du hast gesagt, wenn sich jemand verletzt hat, dann muss man es kühlen oder sauber machen. Ja, aber doch nicht in unserer Wohnung, Mensch! Nie darf jemand her, das ist blöd. Dennis! Nein, nichts, Dennis! Und du bist blöd und die Wohnung ist blöd und alles ist blöd. Dennis, jetzt komm, sei mir nicht böse. Hey, Schnuppi, sei wieder lieb. Hm?
Es tut mir leid, ich... Geh weg, du bist böse. Sandra, ich bin's. Wenn Sie reden wollen, Sandra, ich komme auch nicht rein.